Hallo, herzlich willkommen zum Maybe Bob Podcast, der voller Themen steckt. Zum Beispiel diesem Thema. Am 26. Mai waren wir in Österreich, und zwar in Feldkirch, zum Festival der jungen Chöre. Da waren auch wirklich sehr, sehr viele junge Chöre dabei und sehr, sehr talentiert. Wir haben gestern ein wunderbares Konzert gegeben und heute tagsüber haben wir mit unglaublich tollen, vielen Chören Workshops gemacht. Aus vielen Bereichen von Österreich. Wahnsinnig tolle junge Chöre. Und das hat mich sehr berührt, dass einfach so viele junge Leute zusammenkommen und so toll miteinander singen. Ja. Und auf uns entsteht das ein Eindruck, als wenn in Österreich einfach die musikalische Grundausbildung so unfassbar viel besser ist als bei uns in Deutschland. Was stimmt bei dir nochmal? Das war denn der Name auch so lustig falsch geschrieben auf dem Hinweisschild von deinem. Ich glaube, das haben wir nachher ein Foto gemacht. Ich hab ein Foto gemacht. Wird jetzt eingeblendet. Ja, guck mal da. Das war ganz toll bei euch. Jederzeit. Wir haben nach Fragen gefragt, ne? Und Rebecca hat eine Frage an dich. Oh. Ganz konkret an dich. Hat sich deine persönliche Sichtweise bezüglich Gesellschaft, Politik, Religion irgendwie geändert, seit du bei Maybe Bob bist? Ach du lieber Gott, das ist eine unfassende Frage. Bezüglich Gesellschaft, Religion und Politik? Nö, eigentlich nicht. Also meine Ansicht überhaupt nicht. Einzig, dass wir zu viert immer mal so über politische Themen oder ich vielleicht ein bisschen aufmerksamer geworden auf bestimmte politische Themen, die halt auch in Songs drinne stecken. Aber einstellungsmäßig nicht, nö. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Grund, warum das so gut passt mit dem. Marion fragt, warum bei Nehmt Abschied, Brüder auf der Volkslieder-CD aus Das Leben ist ein Spiel, das Leben ist kein Spiel geworden ist. Oh, Oliver, bitte mal die Kamera übergeben an Chris. Ja. Ist da ein Fehler drauf auf der CD oder was? Also ich kann nur sagen, dass ich ja mein Arrangement und auch die Aufnahme an den Pfadfinderverein St. Georg, der die Rechte für das Stück hat, geschickt habe. Und die haben gesagt, ist alles gut. Also vielleicht ist das ja der richtige Text. Das erste Mal der richtige Text irgendwo. Schon mal drüber nachgedacht? Ha? Wie viel Stimmbildung macht ihr selbst und lasst ihr euch gelegentlich mal von anderen coachen? Fragt Tonart Ulsberg. Auf jeden Fall. Also jeder macht Stimmcoaching unterschiedlich regelmäßig. Aber das machen wir schon alle. Es ist total wichtig, sich irgendwie sauber zu halten, stimmlich. Macht jeder. Chris, geht ja gleich los. Wie singst du dich eigentlich so ein heute? So, warte. Ganz gut. Alles da, ne? Ja, alles da. Cool. Call and response. Listen and repeat. Herr Bürgermeister, wo ist denn unsere Garderobe? Nach einer unfassbar stressigen Zugfahrt aus dem Saarland haben wir am 11.06. in Hannover zum Tag der Niedersachsen ein Open Air gegeben. 75 Jahre Niedersachsen, die Nachfeier, weil die wegen Corona verschoben werden musste. Jetzt wurde das endlich nachgefeiert. Auf dem Tramplatz direkt vor dem Rathaus, alten Rathaus. Donald-Tramplatz? Nein, auf dem Tramplatz in Hannover. Also so eine Kulisse haben wir nicht alle Tage. Ja. Das war allerhand. Location hier. Hallo? Herr Bürgermeister? Hannover als Landeshauptstadt hat sich auch nicht lumpen lassen. Es gab anschließend nach unserem Konzert noch eine unglaublich aufwendige Feuerwerk und Laser und was habe ich gesehen. Show am Maschsee, da saßen wir auch noch und haben ein bisschen zugeguckt. Da gab es eine Projektionsfläche, die aus Wasserstrahlern aus dem Nebel, aus dem Wassernebel gebildet wurde. Und da wurden
Statements von irgendwelchen Leuten drauf projiziert, die sich dazu äußern, was Niedersachsen für sie bedeutet. Unter anderem auch von uns, falls ihr euch erinnert. Ach, da aber Den haben wir leider nicht gesehen. Sind zu spät gekommen. Ja, falls es irgendjemand gefilmt hat, das würden wir gerne mal anfangen. Oh ja, sehr gerne. Schickt mal rum. Kontakt@mailbook.de. Ne? Bis dann. Danke. Welche Projekte würdet ihr gerne mal machen? Sowohl musikalisch als aber auch im privaten Bereich. Weiß ich gar nichts. Achso, Maybe Bob und Big Band möchte ich gerne nochmal machen. Ich möchte sehr, sehr gerne Spanisch lernen, endlich mal. Und ich warte nur noch auf den passenden Moment. Christoph möchte Dachboden ausbauen bei sich. Also das hat er ja schon angefangen. Dachböden sogar. Dachböden. Das ist zwei derer. Ja, richtig. Und Lukas möchte unsere Weihnachts-CD abschließen, die im November erscheinen wird. Wir überlegen gerade, wie der Titel sein könnte. Die Gruppe Yeoman fragt, ob wir wieder Freunde sein wollen. Wieso? Waren wir mal keine? Das ist ganz Tolles gefunden. Ich habe vorhin eine Spaghetti Aglio Olio gegessen und habe jetzt ganz trockenes Maul. Was soll ich jetzt machen? Anflo Maxi möchte gerne wissen, ob wir schon neue Cover-Ideen haben. Ja, wir haben einige Cover-Ideen. Ja. Und eine davon haben wir sogar die letzten Tage audio- und videomäßig aufgenommen. Das wird spannend. Stay tuned. Yes. Nadine hat gefragt, was wir machen würden, wenn es May Bob nicht gäbe. Ich habe diese Frage schon mal beantwortet in der Vergangenheit irgendwann und ich habe immer noch die gleiche Antwort. Ich würde einen mittelmäßig erfolgreichen Rollenspielladen aufmachen. Oder hätte ich gemacht. Also. Und da würde ich halt so 10 Figuren verkaufen, Rollenspiel, Würfel, alles was dazu gehört. Vielleicht auch ein bisschen Live-Rollenspiel, geht ja immer gut. Und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten, die sichern ja so einen Laden. Wir waren vor kurzem in Kopenhagen und da waren wir im Bastard Café. Das ist ein sehr großes Café, in dem alle Wände voll sind mit Brettspielen und man kann sich da ein Brettspiel nehmen und das da spielen. Und das war ein sehr geiler Laden. Tolle Atmosphäre. Alter, da könnt ihr beiden euch ja wunderbar zusammentun. Ja, mit Rollenspielladen. Ja, ich mach da mein Café und kaufe alle Spiele. Also mit Brettspielen ist okay, aber also Brettspiele sind ja nicht Rollenspiele. Ne? Ja, aber so nebeneinander, weißt du, so Läden, die sich also, gut verstehen, mit einem Spielraum. So, und so. Aber da müsste man schon, also ist ja, aber das finde ich gut. Dann gibt es nur eine Adresse und wir könnten die Geeks und die Nerds abgreifen. Okay. Ja, das ist eine Geschäftsidee. Ich würde dann die soziale Medien betreuen, die diesen Mannschaftsladen uns nach oben bringt. Weil wir uns natürlich auch kennengelernt hätten, wenn es mir überhaupt nicht gäbe, ne? Ja, klar. Nee, ich glaube, ich würde Deckenrestaurateur werden und hier anfangen. Simone fragt, ob es Auftritte gibt, die euch, also die uns, besonders in Erinnerung geblieben sind. Positiv wie negativ? Ja. Ja. Und ich habe auch noch eine Frage. Lukas, was hast du eigentlich unter deiner Mütze? Wie bitte? Unter meiner Mütze habe ich einen Kaffee. Ach, das ist ja gut. Mach für alle gerne Kaffee trinken. Alle Fälle dabei. Falls es mal keinen gibt. Super. Tschüss. Das war's von uns. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, ne?